Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Und es wird erstmal der Hund gestreichelt. Heute eine Runde an Halloween. Da werden wir gleich erstmal eine Maske aufsetzen. Aber erstmal den Hund streicheln. So. Und dann checken wir mal eben, was machen wir heute? Allgemein. So. Aha. Emote einem Anwohner gegenüber benutzt. Aha. Einem Spieler gegenüber benutzt. Kleidungsstil geändert. Oh, kleine blaue Fledermäuse. Maske tragen, da ist es. Süßigkeiten essen. Ach so, ja klar. Halloween, ne? So, Kopfgeldjäger. Adlerauge benutzt. Per gesuchte Person lebendig fotografiert. Und Spielerkopfgeld kassiert. Lager. Eintopf gekocht. Geld verdient. Und zwei Versorgungsmissionen. Land, schon wieder. Landkarte für Sammlerstücke benutzt. Drei Stück. Pfeilspitzen gefunden. Und Sammlerstücke. Niemand Dampf verschnackt. Giftigen Schwarzgebrannten hergestellt. Einrichtung geändert. Und zweimal was dann bevorzugten Verkäufer verschnackt. Tiere mit Pheromonen gefunden. Tarntonika, Zähigkeitstonika. Okay, also. Dann erstmal. Einmal umziehen hier. Dann Maske tragen. Ist ja schließlich auch Halloween. So. Dann Tarntonikum nehmen. Habe ich wieder falsch gelesen? Ne, da war's. Dann ab in die kalte Ecke. Bevor wir hier den Eintopf kochen. Da rappelt's schon. Da hagelt es Gold. Ja, wie heißt es so schön? Happy Halloween. Oh. Ah, so gibt es für Tarotkarten. Ja, Mensch. Schön, dass wir hier sind. Dann können wir die Karte hier abarbeiten. Ah, es klimpert hier. So, ich habe mir extra eine goldene Maske zugelegt. Müssen wir noch irgendwas machen mit der Kohle. Oh, hier gibt's noch mehr. Er friert schon. Hauen wir uns das auch im rein. Hier ist eine Pulle. Ja, sonst scheint nichts mehr zu sein. So, schicke Maske, oder? Aber sonst. Nee, scheint hier nichts zu sein. Ja, da können wir ja schon wieder die Heimreise antreten hier. Checken wir mal eben. Hab ich überhaupt noch ein Sammlerstück irgendwo offen? Ja, jede Menge. Ja, dann ab nach Hause. Und dann dort. Und dort. Wobei, da könnte man ja fast hinreiten, ne? Dann kommen wir vielleicht. Achso, giftigen Schwarzgebrannt, ne? Habe ich vermutlich wieder was von in der Tasche hier. Ja klar. Einfach weg damit. Wenn wir das hier ins Wasser verklappen, passiert glaube ich nichts, ne? So. Wir reiten so rum, dann reiten wir andersrum um den See da unten. Achso, eine richtige Knarre ziehen hier. Weil dann ist, glaube ich, die falsche Uhrzeit, ne? Könnten wir einen legendären Bison finden. Dann könnten wir die Nummer mit den Pheromonen machen. Aber wie heißt es so schön? Versuch macht klug.
Ja. Noch hört und sieht man nichts auf der Karte. Da ist er. Also, ganz wichtig. Erstmal hier das Pheromon benutzen. Da ist es. Und dann wird der begleitet. Also häufig zumindest. Von sehr angriffslustigen Kollegen. Das kann ich euch so sagen. Da sitzen die. Warum krieg ich... Die muss man eigentlich erst beseitigen hier. Da passiert's. Und jetzt eben die Munition wechseln. Der Kollegin kommt einem nämlich ziemlich schnell. Da ist er. Da werden wir mal eben die Waffe wechseln hier. Weil der ist nicht ganz so langsam. Wo ist er hin? Da hinten. Und wie gesagt, er wird von sehr angriffslustigen Kollegen beschützt. Sag mal, geht es noch? Also jetzt bremst mein Pferd auch nicht hier. Ja, dann war das ja schon mal eine super Sache. Oh, da hätten wir noch eine gesuchte Person. Das ignorieren wir jetzt aber mal. Oh, 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 oh. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Uns hier auch nicht zu lange aufhalten. Ich denke, die Kadaver sind nicht mehr da. Nee. Da sieht man nur noch. Tja, die Flecken. Hier mal eben checken. Weil manchmal ist da, glaube ich, was auf der Insel. Ja. Wo wir gerade hier sind. Irgendwo hier muss es sein. Da ist es. Können wir das ja mal eben mitnehmen. Da ist der wöchentliche Satz vollständig. Dann zeige ich euch das. Hier ist der passende Zahn. Und wenn wir dann gleich wissen, wo die Madame ist, dann können wir ihr den Satz verkaufen. Dann haben wir die drei Teile ja auch fertig. Werden wir sowieso Karten nachkaufen müssen, denke ich. Denn so viele Karten habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ja, gefühlt ist ja heute irgendwie Freitag, ne? So, morgen frei. Aber Samstag
Da bin ich wieder im Büro. Da wollen wir mal. Wo ist der Spaß? Wenn das nicht vibriert, ne, dann ist das echt nervig. Denn hier scheint nichts zu sein. Das liebe ich ja schon wieder. Dann ist das ja manchmal hier. Super, hier ist aber auch nichts. Hab ich mich schon mal, also, ja, zu Tode gesucht, stimmt ja nicht. Dann war das, glaube ich, hier irgendwo. Da ist sie. Klar, den Bourbon nehmen wir auch noch mit. Und da ist die Karte. Und den ganzen Satz haben wir auch noch voll. Oh, da können wir ja richtig absahen. So, dann. Tja, geht's hier hin. Und dann nehmen wir mal eben Betäubungsmunition. Sorte Naturkundler technisch. Moment, 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 Moment. Müssen wir nichts wiederbeleben, aber wenn wir gleich auf den Grizzlybären kommen, treffen, dann könnten wir uns eine Probe ziehen und ein Tarntonikum selbst herstellen. Dann ist die Aufgabe nämlich erledigt. Oben wird es eingeblendet, ne? Wir haben alle 14 Tarotkarten des Satzes zusammen. Aha. Und wenn wir dann gleich wissen, wo die Madame ist, dann können wir richtig absahen. Wo ist denn der Quatsch hier? Da ist es. Aber erstmal die normale Knarre raus. Ich habe hier keinen Bock, auf Wölfe zu treffen. Und da hinten würde ich fast behaupten. Nein, 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 nein. Ich dachte, er ist da. Oh Gott, ein Versteck aus. Nee. Dann geht's erst eben zurück ins Lager. Versteck ausräumen habe ich jetzt keinen Bock. Checken wir erstmal, ob hier was zu erledigen ist. Ja klar. Versorgungsmission. Dann spenden wir mal eben das hier und starten die Versorgungsmission. Troubling news, I'm afraid. Some of our fellow traders set off for market, but never arrived. Oh, das ist so gut. I was thinking you could go check on them and maybe lighten their load for the return journey. Feels like the least we can do, don't you think? Good. Ja, ich wollte sagen, kann losgehen hier. Und dann zurückkommen. Jetzt. Das geht nicht mehr, ne? Nee. Hätte ich besser vorher gekocht. Nun gut. Weil das müssen wir ja auch noch machen. Denn wir haben das Tarntonikum jetzt, das Zähigkeitstonikum jetzt drin. Dann können wir auch was essen. Habt ihr es gehört? Da ist sie, die Pflanze. Können wir ja nicht einfach so, ne?
liegen lassen. Also er mitnehmen. Also, was ist mit dem Pferd los? Aber ich denke, das ist auch gleich schnell erledigt hier. Ich gebe alles. Ist ja auch gefühlt immer dieselbe. Ist ja. Nicht nur gefühlt, es ist dieselbe Mission. Da habe ich jetzt echt überhaupt keinen Bock auf Stress hier. Sollen sich verziehen. Ja, die Knarre muss ich auch noch putzen. Ja, kann ich nicht leiden lassen, das geht nicht. Man hört schon, die Knarre muss geputzt werden. So, aufladen. Das Häuten dauert ja sonst ewig. Jetzt so rummachen, dann fällt er meist so. Ah, in diesem Fall mal nicht, dass das heute eigentlich schneller geht. Ja, schön gedacht ist halt nicht immer schön gemacht, ne? Aber wir haben ja Zeit. Ist ja Halloween, ne? Ah, der dürfte auch zu weit gerollt sein. Ach so, jetzt steigt er auf. Das muss doch irgendwie cleverer gehen. Wenn ich da zu nah dran stehe, macht er das trotzdem? Nö, das wollte ich. Den eben filzen hier. Manchmal hat man Glück. Die haben wirklich was Wichtiges dabei. Klar, heute nicht, ne? Sag mal. So. Das müssen wir mitnehmen. Ja, ich kann das hier nicht liegen lassen. Das geht nicht. Ah. Keine 20 Minuten. Dann jedet ja. Und dann hoffe ich, dass das Versteck erledigt ist. Da können wir uns eben die Tarotkarte ziehen. Kann sich nur um Stunden handeln.
Weil wir jetzt hier noch so ein Versteck abzuräumen, da habe ich heute keine Lust zu. Tja, ist das ja schon mal erledigt, ne? That's what I like to see. Ja, ich auch. Dann können wir das auch immer alles spenden hier. Okay, then. No comment. Ach so, gilt er eigentlich als Anwohner? Weiß man das? Jawohl. Da. Emote benutzt. Auch durch. Und da hinten ist eine Kopfgeldjägernummer. Aber kommt, die ignorieren wir auch mal hier. Da liegt die Karte. Drin. Und wir checken mal eben, wo ist die Madame denn heute? Aha. Da müssen wir hin. Höre Ratten. Da sind sie. Ich will da rein. Los. Wo hänge ich denn jetzt hier fest? Jemand ohne Fahrschein? Jawohl, da. Taschenratten brauchen wir. Immer wichtig. Wie sage ich so oft, haben ist besser als brauchen. Meine Güte, komm schon. Ja, ich weiß, das Aufsammeln ist ein bisschen mühsam. So, was gab es denn sonst noch? Kleine Fledermaus, ja gut, das wird ja nichts. Ach ja, Süßigkeiten. Das kann man natürlich nachher nochmal eben machen. Dann. Kopfgeldjäger machen wir nicht. Händler
Ich denke, das werden wir ja noch schaffen. Sammler, drei Karten benutzen. Oh, Pfeilspitzen könnten wir ja mal. Ja, das machen wir aber anders. Wir stellen erstmal den Schwarzgebrannten her. Da ist er. Ist das schon mal durch? Dann düsen wir mal eben zur Schwarzbrennerei. Ändern da mal eben die Einrichtung. Sonst werden wir hier heute nicht viel machen, denke ich. Ach so, tja. Ist noch gar nicht da. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich überhaupt eine Karte habe für Pfeilspitzen. Oh, die haben wir. Können wir da hier noch eben öffnen? Denn hier in der Gegend hat man manchmal Glück. Oder auch nicht. Oh, doch, das geht. Darüber, darüber und dann. Das ist ja kein Ding. Quatsch, muss ja nur die Einrichtung ändern hier. How can I help? Dann nehmen wir wieder die schicke Ausrüstung hier. Dann ist das durch. Und dann können wir auch schon raus hier. Düsen wir mir rüber. Will mein Pferd heute nicht, oder? So. Also, die Straßensperre ignoriere ich. Lassen wir mal lieber. Dann holen wir uns lieber erstmal nur... Dann holen wir uns nur die Pfeilspitze, wollte ich gerade sagen. Hier denn hier? Dann holen wir uns eben diese hier. Prärie-Mond können wir auch noch gebrauchen. Ja, Gott sei Dank alles nah beieinander. Oh, hier liegt noch eine Münze.
Ja, die lassen wir natürlich nicht liegen, oder? So, hier so ein bisschen Querfeld ein. Also ich versuche es ein bisschen zügig hinzukriegen, aber ich denke, wer heute Abend sich das noch anschaut, der hat ja auch Zeit. Ne? Hier in NRW ist morgen Feiertag, in einigen Bundesländern ist ja schon heute Reformationstag. Oh oh. Also kann man natürlich auch. Ich glaube jetzt, das arme Pferd. Soll ich jetzt doch mal füttern? Das sieht gar nicht gut aus. Ist mal ein bisschen durchs Wasser, oder? Und eben ein bisschen Wienern. So, hier war ich stehen geblieben, ne? Oh, hey, hey. Oh, I'm glad someone finally came by. Ja, kannst du vergessen. Den werden wir jetzt nicht noch nach Blackwater bringen, das kann ich mal so sagen. Da hab ich keine Lust zu. So, drei Pfeilspitzen gefunden. Auch erledigt. Müsste eigentlich, ne? Ach Quatsch, die in Dingenskirchen haben wir ja noch nicht geholt. In Dingenskirchen, das ist gut, ne? Mal eben hier, das war doch da unten. Hier. Shit, egal was es kostet. In diesem Fall. Oh. Dann geht's gleich auf zur Madame. So querfällt ein, alles so clever ist hier gerade. So, irgendwo hier muss es sein. Da ist es schon. Zeige ich auch noch mal eben. Genau hier. Und jetzt setzen wir uns wieder eine neue Markierung. Hier geht's hin. Auch das erledigt. Und das Gold kassiert. Auf. Wow, 8 Dollar. Ja, das ist eine Ansage, ne? Aber nun gut. So, eben hier hinten in die Richtung reiten.
falls der legendäre Bison auftaucht. Dann könnten wir aber die Pheromonnummer durchziehen. Ist aber nicht so. Dann auf zur Madame. Ist ja nicht so weit. Knarre ist vermutlich... Oh, die ist mächtig schlecht. Die müssen wir mal eben erst putzen hier. Da oben gibt es manchmal Wölfe. Aber sonst haben wir uns angeschmiert. Das will ich ja nicht. So weit ist es ja nicht weg. Also hier oben gibt es auch einen legendären Wolf. Schon auch mehrfach Bekanntschaft mitgemacht. Und Spaß macht das nicht. Da ist sie. Die kurze. Also, verkaufen. Also, hier haben wir irgendwelche Fossilien zusammen, aber dann, wenn wir das verkaufen, ist das, glaube ich, erledigt. Wir sehen es jetzt. Jawohl. Na, das eine ist Bestandteil des anderen. Das schon mal erledigt. Und auch ganz gut Kohle kassiert und XP. Dann kaufen wir mal Karten nach Fallspitzen. I am sure this will be a most productive partnership. Da soll sie ja auch an uns ein bisschen Geld verdienen, oder? Happy hunting. I know you will be lucky with this. Und sonst hab ich, glaube ich, auch letztens erst, ja, die Taschen halbwegs aufgeräumt hier, ne? Mundane, but I will take it. Ja, hier muss man immer. Da ist es egal, aber bei Gänsen, Enten und Seetauchereiern, da muss man nicht ganz so viel von haben. Gibt's ja gefühlt an jeder Ecke. So, ich denke, naja. Das sieht soweit ganz gut aus. Sammeln wir mal eben hier den Punkt wieder mit ein. Oh, hier gibt es ja manchmal Bären, ne? Da unten hatte ich schon mal einen. Das wäre jetzt schön einfach gewesen. Ja, nun gut. Dann würde ich sagen, ach, zur Emerald Ranch kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Ne? Bin ich zu nah drauf. Das ist jetzt die Frage. Düse mal eben kurz zurück. Ja gut,
Kurz ist gut. So, was müssen wir noch schaffen heute? Herausforderung. Naturkundler. Ja gut, da muss man halt Glück haben, ne? Können wir mal in die kalte Ecke reisen. Ob da zufällig der Dingenskirchen, weiß ich gar nicht mehr. Ich vergesse das jedes Mal. Ich glaube, der Marmorfuchs, ne? Und sonst gleich nach Strawberry. Was ist denn der Mitternachtskoyote oder wie der heißt? So, ich denke zeitlich. Ja, ach Gott, 41 Minuten, da müsste ja schon die Wirkung des Zähigkeitstonikums erledigt sein. Oder auch nicht. Dann nehmen wir schon mal das. Jetzt friert er. Super. Dann nehmen wir das. Dann gucken wir mal hier. Die Karte für Daokarten auf. Tja, welch ein Zufall. Die denn dann heute hier? In dem schicken Hotel? Das ist eher selten. Nee. Dann liegt sie häufig entweder hier, jawohl, oder eben unten direkt im Knast, ne? Noch irgendwas. Aber hier unten liegt doch nicht noch eine. Ach, dann ist oben noch irgendeine Bürste oder was. So, jetzt wird's besser. Dann nehmen wir die auch noch mit. Schnell gehen soll, ne? Geht's gar nicht. Dann machen wir uns mal eben eine Markierung. Da geht's hin. Hello. Könnten wir hier noch Glück haben, dass der Marmorfuchs auftaucht. Quatsch, Mitternachtskoyote. Und dann hoffe ich, die nächste. Nein, ignorieren wir auch. Können uns nicht um alle kümmern.
ich, dass nachher unser Kompagnon, dass wir dann noch einmal eben eine Versorgungsmission durchziehen können. So, gehen wir hier mal eben den Detektor raus, da ist natürlich nichts. So. Ja dann. Geht's hier hin? Wir orientieren uns erst hier so ein bisschen nach rechts. Vielleicht kommt hier der legendäre Puma. Könnten wir das nämlich auch eben erledigen. Und wenn, dann erscheint er meist eher in dieser Richtung, glaube ich. Wir sind jetzt die Öhrchenspitzen hier. Aber schade, schade. So, ich trage ja keine Maske mehr, ne? So. Ahahaha. Mein armes Pferd, was das heute erdulden muss, oder? Oh. Wenn wir den angetickt hätten, das hätte, glaube ich, Stress gegeben, ne? So. Could you put something here? So, das hatten wir schon, ne? Jetzt könnte man den jetzt auch mal grüßen hier und klar. Thank you. Und noch reinkommen. Yeah, right. Er hat's verdient. Wir schmeißen mal insgesamt einen Dollar da rein, oder? Die Zeit muss sein. Oh, da gibt's sogar was für. I used to be a man once. You know, a wife, career. Ja gut, das wollen wir uns jetzt nicht anhören, ne? Kein Problem, jemandem Geld zu geben, aber seine Lebensgeschichte muss ich mir nicht anhören. Die Landkarte aufflöten. Machen wir mal noch eine auf. Was machen wir da? Geht nicht. Erst warten. So, ach komm hier. Münzen. Okay. Aber wir müssen sie ja Gott sei Dank nicht abarbeiten. So. Was fehlt uns jetzt noch?
eine Aufgabe. Tja, entweder ein legendäres Tier. Sammler ist durch. Ja, oder eben hier die Versorgungsmission. Ja, schwierig, schwierig. Aber mit der Versorgungsmission, das muss doch gleich soweit sein. Aber wir checken das mal eben. Nee. Tja, dann. Düsen wir mal eben. Wir versuchen es nochmal mit dem legendären Bison. Und sonst gleich nochmal ganz oben in der kalten Ecke. Denn uns läuft die Zeit davon. Ihr wisst Bescheid, Stunde Maximum. Tja. Nichts zu machen. Ja, dann. Auf in die kalte Ecke. Wenn er sich mal dazu bequemt, ein Lager aufzuschlagen hier. Tja, war schon vorausgewählt, ne? Tipptopp. Ist doch sonst immer da. Ja, dann müssen wir nach Strawberry. Jetzt noch irgendein legendäres Tier hier auftauchen. Das kann doch nicht sein. Jetzt reise ich hier immer für teuer Geld durch die Gegend. Da ist er. Das funktioniert jetzt auch. Jawohl. Fertig. So einfach geht's. Dann können wir Schluss machen. Da wird es mir auch schon eingeblendet, 55 Minuten. So, Maske auf. Ja, das war die Runde an Halloween. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank
Und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.